Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung hier möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr mit einem ganz normalen Rasenmäher, der keine Mulchfunktion hat, den Rasen trotzdem mulchen könnt. Außerdem möchte ich euch die Vor- und Nachteile des Mulchens näher bringen. Ja, wenn man seinen Rasen mulchen möchte, das heißt, dass man den Rasen dann hier nicht in einen solchen Auffangkorb aufhängt, sondern man lässt ihn auf den Rasen praktisch liegen. Und dazu muss man dann natürlich diesen Auffangkorb erstmal abmontieren bzw. ablassen und dann einfach hier den Rasenmäher mit dieser Klappe verschließen. Und somit bleibt dann der Rasenschnitt hier, ich zeige euch das einmal, hier in diesem Bereich und ja, wird von dem Messer abgeschnitten und dann direkt auf der Rasenfläche verteilt. Natürlich könnt ihr jetzt hier nicht so eine richtig langen Grashalme oder langen Rasenabschnitt auf dem Rasen liegen lassen, denn das würde den Rasen bedecken. Somit würde dann nicht mehr genug Sauerstoff an den Rasen kommen und auch nicht mehr genug Licht und das Ganze wäre dann eher kontraproduktiv. Deshalb müsst ihr den Rasen entsprechend sehr, sehr kurz nur abschneiden. Und dazu probiert ihr einfach mal die passende Höhe hier an eurem Rasenmäher aus. Dann müsst ihr einfach mal ein bisschen rumspielen, ausprobieren und so lange ausprobieren, bis ihr im Prinzip hier nur so ein wenig die Spitzen vom Rasen abschneidet. Und diese Spitzen, die könnt ihr dann auch wirklich auf den Rasen liegen lassen. Die bleiben dann nämlich auf dem Rasen liegen und dienen dann als Mulch. Ja, wenn ihr dann also die passende Einstellung gefunden habt, dann könnt ihr den Rasen ganz normal einfach abnehmen. Ja, dieser kurze Rasenmulch, der bleibt jetzt hier auf den Rasen liegen und ja, hier wird er sich jetzt langsam zersetzen. Ihr habt jetzt den Vorteil, dieser Rasenmulch besteht aus einem sehr hohen Anteil von Wasser, der in diesem Rasenabschnitt enthalten ist. Dadurch bleibt der Rasen einmal länger feucht, das heißt, er speichert die Feuchtigkeit und beim Zersetzen des Rasenmulches dient der Rasenmulch dann noch als Düngemittel, als ganz natürliches Düngemittel, was ihr hier völlig kostenfrei habt. Zudem habt ihr den Vorteil, dass ihr den Rasenmulch nicht mehr entsorgen müsst, das heißt, ihr müsst ihn nicht in die Biotonne schmeißen und ja, das sind halt eine ganze Menge Vorteile, die ihr habt, wenn ihr euren Rasen mulcht. Nachteil ist allerdings, ihr könnt den Rasen nicht so kurz mähen, ihr könnt immer nur kleine Stücke vom Rasen abmähen und deshalb müsst ihr den Rasen dann halt häufiger mähen. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Sagt bis dann, euer Mac Paverick.